Hallo, liebe Schwestern und Brüder und Big Daddies und alles, was dazugehört. Willkommen zurück bei Bioshock Remastered. Oh, jetzt geht's in Kampf gegen ein Big Daddy. Muss ich gerade nochmal überlegen. Schrotflinte, ionischer Schrot. Panzerbrechend. Da. Oh shit. Da, weg hier. Okay. Ey, ich sag ja, dass ich das nicht schaffen werde. Das ist etwas zu heftig. Wie wechselt man die Munitionsarten nochmal? Ich hab's schon direkt wieder vergessen. Ether Chamber. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Ich bin ein Mensch. Hoffe ich doch. Ist er noch hier? Ja. Weil viel war nicht mehr. Dicke sieht, was der an Munition gefressen hat auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Also auf schwer mal nicht. So, ich werde es abwechselnd machen. Eine retten, eine ausbeuten. Mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Okay. Das war es dann. Für die Kleine. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Wieder der Bombenschmeißer. Ey, ich hänge fest. Hilfe! Ich will das nicht. Lassen Sie das. Ich bin nur hier, um Dinge zu tun. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf. Willkommen im Zirkus der Werte! Keinen Fall, Jim. Es ist... Hast du nicht gehört? Atlas Banditen? Sind überall. Augenblick mal, ja? Denk an die Worte von Andrew Ryan. Wenn du kneifst, gewinnen die Banditen. Fahr mit deiner Familie. Auf B. Mittlere Maustaste, stimmt, ja. Wo ist er denn? Fuck you! Er möchte wohl nicht. Der Nitro Splicer.
weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Fort Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Ja, aber lustigerweise wird das nie passieren. Dann reisen wir mal nach Neptunes Bounty. Geh zu Fontaine Fisheries. So, jetzt kann ich ja endlich mal eine Plasmide mal wechseln. Feuer tausche ich aus gegen Electrobolt, weil das brauche ich öfters und... Ja, ich glaube, das lasse ich auch erstmal drin, bis ich weitere Slots frei habe. Gardera's Garden wäre halt noch geil. Ich habe jetzt noch ein bisschen Adam. Geste. Da wir hin, ich schaue schon direkt eine Kamera irgendwo. Hier ist auch Wasser. Was haben wir denn da? Ionischer Schrot. Super. Sonst nichts mehr. Ich finde so diese Abschnitte, wo es halt so ein bisschen gruselig wird, extrem geil. So, weiterer Big Daddy Fight. So, wir haben Medical Expert, das Tonikum. Medical Expert verbessert ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren Freund, den Medical Expert. Erstmal hacken das Ding. Der Big Daddy kann sich auch gerne mit den Splicern anlegen. Das passt eigentlich ganz gut. Von Big Daddies gibt es ja mehrere Typen. Einmal die kleinen, nenne ich sie mal. Und dann halt die Bouncer. Die Bouncer sind die gefährlicheren. Weil die halt mehr aushalten und mehr Schaden machen. Die Einzelnen sind mit Telekinese ganz gut beizukommen. Walfisch. Geht da hinten überhaupt ab? Warum hätte ich hier so hart in Mitleidenschaft gezogen? Das ist nicht fair. Ich glaube, das war auch noch ein Geschütz, was hier war, ne? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt?
Money. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Solange ich die Big Daddies ja nicht eingreife, tun die mir halt auch nichts. Geh weg. Ich glaube, es ist schon auf Angriffsmodus. Was war das? Satan? Ich kenne keinen, der so heißt. Na komm. Aber der Vita Chamber, sei Dank, ist die nicht weit weg. Fülle dein Verlangen im Zirkus der Werte. Maybe. Die Granaten von denen halt zu fangen, ist halt echt nicht einfach. Aber ich werde diesen Big Daddy zur Strecke bringen, weil ich das Adam will. Ist er mit ein paar Mal Stellen verbunden oder schon mir noch Verbandskästen? Hier. Mehr ist halt nicht drin. Umso näher sie der Vita Chamber kommen, desto besser für mich. Wenn ich dann wiederbelebt werde, dann kann ich ihm auch nicht einen einschenken. Geil wäre halt, wenn ich ihn ins Wasser locken könnte. Kann ich das aufnehmen? Fehlt nicht mehr viel. Ich hab ich's. Wahrscheinlich fragt ihr euch dann, warum spielt das überhaupt auf dem Schwierigkeitsgrad, wenn du so oft stirbst, dann
Ja, weil der Rest ist halt einfach zu einfach in meinen Augen. Absolut kein Ding, aber jetzt liegen diese Minen halt hier noch rum. Das ist halt so ein bisschen, ne? Doof. Zeit für die Haier, süßer Engel. Zeit für die Haier, süßer Engel. Der Fisch, ne? Kann ihn nicht killen, das geht nicht. Unzerstörbar. Aber ich kann auch bisher nichts irgendwo anders lang. Dann gehe ich mal hier lang. Ist noch was? Taktisch vorgehen. Jawohl. Sind eine Wonne. In Gatherer's Garden gehen wir dann auch gleich, sobald ich hier durch bin. Dann kann ich mich auch noch mal ein bisschen aufpimpen. Ja, geschafft. Ah, Blut. Ah, tot. Jetzt muss ich ein bisschen Weg zurücklegen, aber das ist nicht tragisch. Ich werde die Granaten nochmal entschärfen, weil... Geht das nicht? Jetzt liegen die hier so auf dem Weg rum und das passt mir nicht. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Ist das so? Ist das ein Verbrechen? Sehe ich irgendwie nicht. Für Geld verraten. Weil es in der Bibel steht. Kinder sind Raptures Zukunft. Natürlich. Tot. Gut. Die Fischis. Da müssen wir lang, aber geh noch mal kurz zurück. Da ist die Genbank. Brauche ich aktuell nicht wirklich.
ist ähnlich wie in Dead Space mit den Sachen ranziehen. Telekinese. So, 240 Adam habe ich. Ein Plasmid-Slot. Ja. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja, das kennen wir schon, dieses Video. Weil er Feuer automatisch ausgerüstet hat. Und noch ein Gesundheitsupgrade. Und dann hätte ich noch gerne... Winterblast. Das Plasmid. Lasse deine Gegner an Ort und Stelle festfrieren. Zerschmettere sie in 1000 Stücke. Wem würde das nicht gefallen? Körperpanzerung, physische Schäden, Eve-Link. Verbandskästen verleihen auch Eve. Der Eve-Link ist eigentlich eine Erweiterung, die ich super geil finde, aber ich würde eigentlich das hier gerne nehmen. Für jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve, weil ich hacke in diesem Spiel sehr viel. Und diese Erweiterung hätte ich gerne. So, damit haben wir noch 40. Das halte ich mir auf Tasche. So, da ist der nächste Big Daddy. Wie viele gibt es in diesem Level? 3. Blop, blop, blop. Bevor ich es mit dem Big Daddy aufnehme, gehe ich nochmal kurz hier runter. Genug Munition habe ich. Da war noch was. Wie komme ich nochmal da rein? Das ging doch irgendwie. Ich glaube, ich runterfallen lassen irgendwie. Nee, auch nicht. Weil es gab doch hier die Möglichkeit, irgendwie nach unten zu kommen, oder? Da liegt nämlich was. Kaputte Drohne. Ach, da. Da ist die Kamera. Hacken! Und Gesundheit und Eve kriege ich nämlich auch noch oben drauf. Und mit der Kamera habe ich den großen Vorteil, dass die Drohnen ruft, die mich dann unterstützt im Kampf gegen den Big Daddy. Bis er tot ist. Oder die Kamera kaputt geht. Eins zum beidem. Geht beides. Gut. Da ist noch was. Die Drohne kann ich hacken. Das will ich auch, weil... Dann hilft die mir auch nochmal. Dann wird der Kampf nämlich etwas einfacher. Ich weiß, dass dieses Let's Play durch den Schwierigkeitsgrad etwas länger wird, aber... Das ist mir eigentlich relativ Wumpe, weil dieses Spiel sollten wir in vollen Zügen genießen, weil so etwas in dieser Machart gibt es leider nicht mehr, was ich sehr schade finde. Also ich hätte eigentlich so ein Bioshock Remaster eigentlich nicht gebraucht, so ein komplettes Remake wäre halt geil gewesen. Alter H gedrückt. So. Ja. Das ist cool. Ich jetzt da runterfalle, erleide ich Schaden. Aber da liegt noch was. Ah, so geht's. Gut. Falscher Code. Versuch's einfach mal. Einfach wird das nicht. Ah. What? Da muss ich ja direkt am Anfang. Falscher Code. Ich weiß den Code nicht. Okay, das könnte ich hinkriegen. Thank you.
Yes. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Alter, ey. Hast du deine Meinung geändert? Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Hotel tun kann. Habe ich vergessen, mich zu heilen. Das Problem ist, die Vita Chamber ist halt ein bisschen weiter weg. Das heißt, ich habe immer gut was an den Weg zu laufen. Auch wenn ich mehr HP habe. Ihr seht, was die Big Daddies für Schaden anrichten. 2 ionischer Schrot, das lohnt auf jeden Fall. Die Little Sister krallen wir uns noch. Ist halt doof, da noch ein anderer Gegner da ist. Nachladen. Es blutet. Wenn es blutet, kann ich es töten. Die Little Sister abgeblieben. Ach, es gab. Die Splice auch noch auf dem Plan. Ist den Big Daddy eben schon gelootet? Weiß grad gar nicht. Spiele dein Verlangen im Zirkus der Werte. Warte schon, wie es aussieht.
Daddy ist hier lang. Anderer Big Daddy. Es ist der von eben. Ist das Raketengeschütz denn schon kaputt? Kein Schrot mehr, verdammt. Nehme ich die MG. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Mr. Bubbles gekillt. So läuft mir nicht weg. Man hört sie im Hintergrund noch laufen. Wie gesagt, eine ausbeuten, eine retten. Eine ausbeuten, eine retten. Dieses Wechselspiel machen wir jetzt bis zum Ende. Ah, Adam. Geil. 200. Ionischer Schrot? Wer sagt's denn? Ein... Was denn da? Pistole. Ein Big Daddy war noch. Bis die Explosion mich nicht trifft. Das hätte nicht so gut so funktioniert, wie ich dachte. Ein Big Daddy läuft hier noch rum. Irgendwo. Kann ich nicht looten, die Leiche. Wo ist er hin? Wo bist du hin? Nicht. Ist irgendwie einen anderen Weg. Wer zu sagen, der die hin ist. Nun denn, gehen wir erstmal weiter. Noch was. Ein Verbandskasten. Super. Klopf, klopf. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Was, zusammen sein? Nee. Sehe ich gar nicht ein.
schaffst du nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Okay. Jetzt haben wir den guten alten Granatwerfer. Endlich. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Halb Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Eine Granate und sie sind hin. Ist gegen die Big Daddies auch sehr praktisch, die Waffe. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, bevor er dir den Bauch aufschlägt. Ist was, ja. Oh shit. Weg damit! Wie knusprig die jetzt alle sind. Guck mal hier. Grillparty vom Feinsten. Wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimmung an. Okay. 200. Ein Eve-Upgrade, bitte. Und dann hätte ich noch gerne... Sonic Boom. Schleuer Kreaturenobjekte mit einem Energiestrahl zurück. Zorn macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Ja, das ist bei dem Big Daddy echt von Vorteil, wenn noch Splicer im Raum sind, aber ich hoffe noch eher ein Plasmin-Slot. Gut. Das wär's. Hey Schätzchen, ich bin's. Wer ist ich? Kenne kann ich. So, jetzt holen wir uns noch die Items, die hier unten sind. Und dann... geht's weiter in der nächsten Folge. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Hatte er mir gerade eine Eve-Spritze zugeworfen? Nett. Da ist der Big Daddy. Ah, ist die Little Sister wieder. Schätzchen, ich bin's. Deine Mama. Yeah.
Keine Munition, das ist schlecht. Unischer Schrott, haben wir noch eine Kugel. Aber der nächste ist hier, wo wir die Kamera gekriegt haben. Und der Big Daddy ist ja gleich hier. Das machen wir noch. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das Little Sistersheim. Fucking hell. Keine Munition mehr. Fehlt nicht mehr viel. Sehe meinen Sieg schon voraus. Na komm. Ich kriege ich. Ich glaube, ich sollte echt mal auf Chinese umsteigen und dann versuchen, die Granate zu fangen. Ich hab Geld? Ja, ich hab Geld. Damit haben wir alle Little Sisters hier farmt. Mehr Adam gibt's nicht. 100 habe ich noch. Du warst sehr gütig zu meinem Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Echt? Soll ich da mitkommen? Tannenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären, den du bei Gardolas Garden findest. Ah, der Teddy. 200 Adam, Hypnose, Hypnotize Big Daddy und 12 panzerbrechende Kugeln. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Unser neuestes Hypnotize Plasmid wird einen Big Daddy täuschen, dass er sie schützt, als wären sie eine Little Sister. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Yeah! Ich muss jetzt in die Plasmid sieht so eklig aus. Ja, das schleudert man dann quasi auf den Big Daddy und dann sind die freundlich. Eigentlich ganz geil. Aber das macht halt, wie gesagt, erst am meisten Sinn, wenn andere Splicer noch da sind, dass der Big Daddy die tötet. Weil somit mache ich mir das Leben einfacher, wenn ich nachher die Sister ausbeuten will, wenn der Big Daddy dann Schaden nimmt. Weil wenn ich ihn angreife, während ich das Plasmid auf den gefeuert habe, ist er halt wieder feindlich. Deswegen macht das halt nur Sinn, wenn man ihn braucht. Sehen. Und das geht ebenfalls mit Zorn. Aber wobei, nee, bei Big Daddy klappt das glaube ich nicht. Winterblast, Körperpanzerung. Und den E-Flink. Der ist gesund.
Erhält ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Erhöht Schaden, den sie Kamera-Boost und Geschütztürme zufügen. Kamerabots, nicht Boosts. Okay. Diese leckere Kugel. Okay. Zwei Lassist ist gerettet, eine gekillt. Das sieht so geil aus, unten das Bild. Okay, dann mache ich jetzt hier erstmal Schluss und sage vielen Dank fürs Zusehen bei Bioshock Remastered. Und in der nächsten Folge geht es weiter auf Little Sisters Jagd und natürlich müssen wir noch die Kamera besorgen. Die Kamera wird von Vorteil sein, wenn wir Splicer fotografieren, dass wir dann gewisse Boni gegen die kriegen, wenn wir sie angreifen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge von Bioshock Remastered.